Willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Na, wollen wir Satan erneut mal wieder in den Hintern treten? Auf geht's. Ja, wir haben es mit fast allen Charakteren nun endlich geschafft, Satan zu besiegen. Isaac, Magdalene, Cain, Judas, Eve und im letzten Part mit Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Bleibt nur noch ein Charakter übrig, und zwar Samson, der ja erst mit Wrath of the Lamb ins Spiel eingefügt worden ist. Gut, dann würde ich sagen, Samson, auf geht's. Curse of the Labyrinth sofort, Zelle XL. Ob mir das gefallen mag? Na gut, wir starten einfach. Ja, Samson startet mit dem Blattlast, eben mit diesem roten Bandana, was er anhat. Mit jedem getöteten Gegner erhöht sich unser Schaden. Wir laufen rot an und ja, wie gesagt, wir machen mehr Schaden dadurch. Oh, zumindest schon mal einen Schlüssel für den ersten Geheimraum, Itemraum. Wieso verwechsel ich immer Itemräume mit Geheimräumen? Naja, was soll's. Samson startet mit einem Herzcontainer, eben ähnlich wie Judas, plus mit einem Seelenherz. Also er hat quasi noch eine kleine Sicherheit dazu bekommen. Und ja, zu den Stats. Er hat, glaube ich, Opferraum. Er hat, glaube ich, 2 Punkte in der Laufgeschwindigkeit und 2 Punkte in der Stärke. Ist also quasi ähnlich wie, das war knapp, ähnlich wie Isaac oder das Blue Baby. Nur halt, ja, mit den Herzen sieht es da etwas anders aus. So, Samson ist, ja, ist eigentlich der Charakter, den ich am wenigsten gespielt habe, ganz klar. Ich habe ja gesagt, Samson ist erst mit Wrath of the Lamb eingefügt worden und, ja, vorher kannte man ihn eben noch nicht. Mit ihm habe ich auch bisher es noch nie geschafft, Satan zu besiegen. Also, ich hatte Wrath of the Lamb, bevor dieses Let's Play angefangen habe, noch nicht so oft gespielt. Mit anderen Charakteren hatte ich es bereits geschafft, mit Samson eben noch nicht. Also wäre das, wenn wir es heute schaffen sollten, eine Premiere quasi. So, und hier sind nur Spinnen. Okay, Cella ist ja eigentlich, ja, prädestiniert für Spinnen. Mit den ganzen Spinnennetzen, das es hier bietet. Basement können ja Spinnen nicht vorkommen. Ich glaube, in den normalen Fluren, Caves, Depths, kann das auch nicht vorkommen. So, wir haben 2 Schlüssel. Da ist auch schon noch eine goldene Kiste. Im letzten Lauf hatten wir ja wirklich viel Glück gehabt mit den goldenen Kisten. Aber ich verwahre die Schlüssel erstmal für den Itemraum auf. Denn schließlich, wir erinnern uns, Curse of the Labyrinth bedeutet eben, Zelle 1 und 2 sind zum einen verschmolzen und wir müssen hier sofort für den Itemräume Schlüssel ausgeben. Für beide sogar. Nicht wie bei Keller 1 oder Basement 1, dass wir den ersten Item for free dann haben. Deswegen ist es schon mal gut, dass wir jetzt haben wir 3 Schlüssel. Okay, dann würde ich definitiv die Kiste mal aufmachen. Mal schauen. Da war ein... Nee, ich dachte, da wäre ein Dime dazwischen gewesen. Ah, schade. Hat sich auf jeden Fall überhaupt nicht gelohnt. Da ist ja ein Itemraum, sehr schön. Bin mal gespannt, was wir heute finden werden. So. Zu wünschen wäre natürlich bei den Bossen ein HP ab. Mal schauen. White Rage ist auf jeden Fall ein gutes passives Item. Range plus Speed Up. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, erstmal die Feuer ausmachen. So, okay. White Rage. Speed and Range up. Jetzt sind wir, ich weiß nicht, wie viele Punkte ist unser Speed erhöht. Auf jeden Fall ist es ein sehr starkes Speed Up. Und ich glaube, die Kiste hier möchte ich aussprengen. Schließlich haben wir eine Bombe gefunden. Umbilical Cord. Ja, ist okay. Das spawnt uns den Little Steven Begleiter, wenn wir auf ein halbes Herz fallen. Aber schwören möchte ich darauf nicht. Das ist Cupid Shots, glaube ich. Oder Cupid Arrow, genau. Piercing Shots. Wir sehen jetzt aus wie ein kleiner Indianer. Wir können quasi mit unseren Schüssen andere Gegner durchschießen und sie, ja, fliegen durch sie hindurch eben. Da sieht man's. Oh. War gerade total davon irritiert. Ist ein okayes Item, denke ich mir. Ist ähnlich, ja. Es ist fast wie Spektraltrenn, könnte man sagen. Nur, dass wir eben hier durch Gegner schießen und nicht durch Steine. Und jetzt sollte ich schleunigst aufpassen, nicht noch mehr Schaden zu nehmen, denn noch eine Bombe und wir wären platt. Ich habe jetzt nur noch ein Herz und das Seelenherz ist leider schon flöten gegangen. So. Erstmal die Feuer hier ausmachen. Kann natürlich sein, dass da auch ein Seelenherz drin ist, wie wir es auch schon öfters mal mitbekommen haben. Und die Kiste hier möchte ich definitiv aufsprengen. Kann ja sein, dass wir dadurch einen Schlüssel bekommen. Ace of Spades nehme ich lieber mit. Erhöht unsere Chance, Tarotkarten und Spielkarten zu finden. Finde ich besser als ein billiger Cord. So, ich möchte auch, wir haben zwar keine Bombe, aber ich möchte jetzt schon mal sagen, ich möchte
nicht so gerne nach den Geheimräumen suchen, denn wir haben so viele Möglichkeiten, wo einer sein könnte. Und ja, bei Curse of the Labyrinth ist es bedeutend schwieriger, ihn zu finden. Empress-Karte verwandelt uns in die Hure von Babylon. Oh, super. Dieser Effekt von Empress ist allerdings ein bisschen stärker als Hure von Babylon. Ich glaube um 1 oder 2 Punkte. Was haben wir hier drin? Na toll, super. Schöner Geheimraum. So. Aber Heerspinne. Okay. Ich erinnere mich noch hier, Cupid's Arrow hatten wir mal gehabt mit Eve, nicht wahr? Da war der Run allerdings ziemlich schnell vorbei. Obwohl Cupid's Arrows eigentlich ein gutes Item ist. Was ich, denke ich mal, bald nochmal unter Beweis stellen kann. Ja, es ist Cella, deswegen gucken wir definitiv überall nach. Obwohl ich ja eigentlich fast immer alle Flure komplett begutachten möchte. Komm mal her. So, leider hier nichts, okay. Wie gesagt, wir haben 2 Bomben und es ist momentan... Wir haben da eine Möglichkeit, da ist eine Möglichkeit, hier unten ist eine Möglichkeit, da links ist eine Möglichkeit, deswegen... Ach, wisst ihr was? Ich pfeife einfach drauf. Wir versuchen es dennoch, den Geheimraum zu finden. Hier vielleicht? Leider nicht. Dann hoffe ich es hier. Denn schließlich, wir haben es im letzten Run gesehen, könnten wir da den Strick finden in dem Geheimraum. Jetzt sind es nur, in Anführungszeichen, nur 6 Münzen. Ist okay. Naja, zumindest haben wir ihn gefunden. Zwar eine Bombe dafür verschwendet, aber immerhin 6 Münzen ist besser als nichts. Jetzt haben wir schon 10. Schlüssel haben wir leider nicht, um hier mal in den Shop reinzuschauen. Ist egal. Aber in den unteren Ebenen haben wir definitiv mal die Chance, einen Shop zu begutachten. Gut. War hier noch was? Nein. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns etwas um 1 an. Bei Widow möchte ich gerne die Empress-Karte machen. Wie gesagt, ist ein bisschen stärker als Hall of Babylon-Effekt. Aber, und, was heißt aber, wir haben zusätzlich noch einen Speed-Up dazu bekommen für die Empress-Karte, beziehungsweise für den Fluch Horn Babylon. Guck mal her. Puh, das war knapp. Sehr schön. Ihr seid Geschichte und dich mache ich lieber von hier kaputt. Denn du hast diesen ekelhaften Streuschuss. So. Tears Up. Nehme ich gerne mit. Ich hoffe mal, dass wir jetzt bald auch mal ein AP abbekommen. Okay, Endboss Nummer 2. Ja, das habe ich mir gedacht, dass wir jetzt gegen Pin antreten werden. Ist in Ordnung. Für Widow, ja, für Pin möchte ich nicht unbedingt die Empress-Karte verwenden. Für Widow eher schon. Da Pin, ja, man sieht es hier, ziemlich schnell vom Acker geht. Oh, sehr schön. Meat, Tears und AP, aber ein sehr schönes Item. Okay, Teufelsraum. Okay. Guppy's Paw. Interessant, wir könnten wieder zu Guppy werden und könnten natürlich unseren letzten dann verbleibenden Herzcontainer für 3 Seelenherzen opfern. Oder Mark, aber dann hätten wir keine Herzcontainer mehr. Ich lasse es lieber. So haben wir die Chance, noch auf einen Gottesraum zu kommen. Gut, weiter geht's. Die Katakomben, das bedeutet eben Caves nur etwas schwieriger. Es macht es ein bisschen unglücklich, dass wir bis jetzt noch keine Schlüssel gefunden haben. Ha! Ah! Denn da ist schon ein Itemraum, verdammt! Jetzt wäre die Leiter nützvoll, denn schließlich ja im letzten Part habe ich sie ja liegen gelassen. Kommt mal her. Oh, das war knapp, ich möchte ungern getroffen werden. So, du bist platt, komm mal her. Schön die Reichweite bei diesen Kumpanen benutzen. Es sei denn, sie gehen nicht dahin, wo ich es gerne hätte. Du kannst dich da drüber springen, mein Freund. Es sei denn, du klitzt dich irgendwie da durch. Oh, das war knapp. Ah, und ein blauer Stein da oben. Okay, merken wir uns definitiv. Autsch. Dafür ist natürlich Cupid's Arrow super. Man hat gerade gesehen, ich habe 2 Fliegen mit einer Klappe quasi geschlagen. So, und hier macht sich Blatt das natürlich wieder bemerkbar. Möchte ich da reingehen? Ja, möchte ich. Und es hat sich gelohnt. Guppy Set. Wir sind quasi... wir kommen nah dran, zu Guppy zu werden. Wir brauchen quasi jetzt noch 2 Items. Und unser erstes Spacebar-Item ist okay.
Es spawnt jedes Mal, wenn wir es aktivieren, Kamikaze fliegen. So, aber ein Schlüssel wäre mir dennoch jetzt mal lieb. Autsch. Und da ist eine Bombe, an die ich leider nicht rankomme, es sei denn, hier spawnt irgendwo zufällig mal eine Bombe, wenn wir gleich den Raum schaffen werden. Ich sollte auf meine Herzsituation achten. Komm mal her. Ich versuche jetzt extrem vorsichtig zu spielen. An sich finde ich Samson ähnlich wie Eve. Mit ihm habe ich auch nicht wirklich viel Glück bisher gehabt in meinen Läufen. So, wir aktivieren ihn, dass wir 3 Kamikaze-Fliegen gespawnt bekommen. Und gehen sofort zurück zum Itemraum. Mal schauen, was drin ist. Spelunker-Head. Nicht so toll. Es geht. See-Through-Doors. Wir können quasi sehen. Oh, das ist natürlich sehr schön, wo der Geheimraum ist, wenn wir uns da drin befinden. Beide Geheimräume. Deswegen gehe ich einfach mal nochmal zurück in die Räume, in deren wir waren, um einen möglichen Geheimraum aufzudecken. Und ich glaube, wenn wir vor einem Raum stehen, können wir sehen, ob sich da drin ein Miniboss befindet. Da bin ich mir allerdings nicht so sicher. So, hier ist schon Beispiel nichts. Da ist zum Beispiel der Geheimraum. Okay, gut zu wissen. Beziehungsweise gut, das hätten wir auch sehen können, wenn wir hier reingegangen wären. Okay, dann bräuchten... Ah, das ist der andere. Oh Gott. Puh, das war sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Dankeschön, Kamikaze wegen und Blattlast. Gut, ich möchte aber lieber eine mögliche Bombe gleich für den blauen Stein benutzen. So. Okay. Ah, verdammt, schon wieder keine Bombe gespawnt. Egal, wir gucken uns den Endboss an. Pestilence ist okay. Dann kriegen wir einen... Autsch. Dann kriegen wir einen Cube of Meat gut geschrieben. Und Cube of Meat nehme ich eigentlich immer sehr gerne mit, denn schließlich ist es eine zusätzliche Sicherheit. Da hatte ich ziemlich viel Glück gehabt, dass uns da Pestilence getroffen hat. Cube of Meat, wie gesagt. An die Bombe kommen wir leider nicht dran, an den Schlüssel auch nicht, an die Münzen auch nicht. Naja, gehen wir also weiter. Curse of Darkness, natürlich. Gefällt mir momentan nicht wirklich, wie dieser Lauf hier sich entwickelt. Also, okay, hier befindet sich irgendwo der Geheimraum. Weil die Items, die wir bisher gefunden haben, sind jetzt nicht gerade super. Also mit Samson hat man nicht allzu viel Glück, habe ich das. Oh, beziehungsweise... Ach, warum habe ich euch Jungs nicht benutzt, um irgendwas hier aufzusprengen? Egal. The Fool teleportiert uns irgendwo hin, random. Können wir definitiv mal verwenden. Hier ist irgendwo der andere Geheimraum. Da können sie uns sicherlich helfen, ihn aufsprengen. Ich warte lieber mal. Kommt mal hier hin. Ich glaube, ihr schießt auch random, wenn sich alles täuscht. Da ist er. Okay, ouch. Verdammt. Aktiviere ich eigentlich meine Kamikaze-Fliegen. Ihr könntet mir gerade mal ein bisschen aus der Patsche helfen, Jungs. Und ja, leider kannst du da nicht reingehen, mein Kumpel. So, was haben wir hier drin? Pushpin. Ne, brauchen wir nicht. Wir haben Cupid's Arrow. Pushpin, ja. Ist eine 10%ige Chance, dass unsere Tränen Gegner durchdringen und die dahinteren treffen. Aber ja, das haben wir ja quasi jetzt hier mit den Cupid's Arrows. Und ich mache mir direkt auch Platz. Oh mein Gott. Das habe ich nicht kommen sehen, dass uns diese Bombe da trifft. Arg. Egal, wir machen Replay. Wie gesagt, mit Samson habe ich leider nicht wirklich viel Glück. Obwohl das ziemlich dumm gerade war, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Wie konnte ich das übersehen? Wie konnte ich zum Teufel diesen Angriff da übersehen, diese explodierende Kugel. Naja, ich habe eben auf etwas anderes geachtet, statt jetzt auf diese dämliche Kugel, die uns dann doch getötet hat. Und jetzt habe ich schon unser Seelenherz verloren, sehr schön. Egal, da haben wir einen Schlüssel. So. Zumindest ist es nicht Basement XL. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht. So, was haben wir hier drin? Oh. Fangen wir dieses Mal mit einem besseren Item an. Das ist natürlich schön. Quadshot. Sehr schön. Im letzten Part in der Eye gehabt und jetzt Quadshot ist super. Definitiv mag ich sehr, sehr gerne. Ah, das ärgert mich richtig, dass wir es gestorben sind, aber egal. Irgendwann müssen wir schließlich so oder so 100 Tote erreichen. So,
Samson. Leider hat er keine zwei Mücken, die ich töten könnte, damit wir ja ein Damage-Up haben. Zusätzlich zu dem Bloodlust eben. Und Samson in der normalen Fassung spawnt halt eben leider nichts. Was heißt leider? Also, schön natürlich, dass er nicht spawnt, aber im Sinne von Bloodlust, wie gesagt, ist es eigentlich schade. So, eigentlich könnte ich auch versuchen... Oh nein, nicht das. Eigentlich wollte ich unter ihm hindurchgehen, wenn er einmal so klein springt. Aber was soll's. Somit, ja, habe ich natürlich die Chance, getroffen zu werden. Stem Cells ist ein HP plus ein Shot Speed Up. Die merkt man es, glaube ich, sogar ein bisschen. Gut. Soll ich in den Sündenraum gehen? Ja, ich glaube, ja. Da ist schließlich ein halbes Herz, dass ich sonst Dings liegen lasse. Deswegen gehe ich definitiv in den Sündenraum. Kann ja sein, dass wir wieder ein Gapier-Item finden, wie es beim letzten Lauf war. So, zwei Kissen, das ist der Geheimraum, da gehe ich nicht rein. Zwei Pillen und die ist... Kamikaze fliegen, okay. Eine weiße Pille, was bist du? Bad Trip, oh mein Gott. Na toll. Jetzt verlieren wir, wenn ich hier rausgehe. Was ist das denn? Oh Mann, super toll. Replay. Und jetzt haben wir Curse of the Labyrinth natürlich. Alter, was soll das denn? Das habe ich aber auch noch nicht erlebt, dass ich in den Raum reingehe, also in den Sündenraum reingehe, wo ich dann zwei Pillen finde, wo sich dann herausgestellt hat, dass ich das, dass die eine Pille eine Bad Trip Pille ist. Womit wir dann eben verlieren. Wenn ich dann eben mit so wenig Gesundheit da rausgehe. Das ist natürlich ein Schlüssel, an den ich nicht rankomme. Zumindest haben wir den einen Itemraum gefunden von zwei. Ah, das ist irgendwie traurig bis jetzt. Sehr traurig. Drei Kills mit Samson. Aber wie gesagt, Samson ist jetzt nicht gerade der beste Charakter, wie ich finde. Neben Eve. Obwohl Eve natürlich mit dem Power of Babylon-Effekt anfängt. Und klar, wir haben zwar das Bloodlust, aber wenn wir ehrlich sind, so toll ist es nun auch wieder nicht. So. Zwei Münzen. Kommen wir nicht ran. Kommen wir leider auch nicht ran. So, da unten ist ein blauer Stein, aber ich möchte lieber jetzt, wenn wir hier eine Bombe rausschlagen könnten, eine Bombe für den Schlüssel da opfern. Oder, gut, da haben wir einen Schlüssel, sehr schön. So, eine Pille. Telepilz. Okay. Das war, glaube ich, hatten wir nicht eben auch die weiße Pille, ne? Und die weiße Pille war die Bad Trip Pille. Aber es... Wäre eigentlich Quatsch gewesen, wenn das jetzt wieder eine Bad Trip Pille gewesen wäre. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass in unserer Pillenrotation, die wir vielleicht noch finden werden, eine Telepilz-Pille dabei ist. Au, sehr schön. Genug Münzen, um fast in den Shop gehen zu können. Ich wollte jetzt schon sagen, um in den Shop gehen zu können. Den sprengen wir auf. Da eine Bombe rausgeschlagen, sehr schön. Dich sprengen wir definitiv auf. Da kann ja sein, dass wir noch einen Schlüssel da rausschlagen können. Leider nicht, aber immerhin eine Bombe wieder zurückbekommen. Dann sprenge ich das hier auf, um einen zweiten Schlüssel zu bekommen. Und wir gehen nach unten und sprengen einen weiteren blauen Stein auf. Die Reichweite reicht, glaube ich, nicht aus, um einen möglichen Geheimraum zu finden. Und natürlich eine goldene Kiste ist daraus gekommen. Ach, ich mag Mr. Boom überhaupt nicht, ganz ehrlich. Wir haben zwar jetzt zusätzliche Sprengkraft außerhalb unserer normalen Bomben, aber naja... So toll ist Mr. Boom wiederum auch nicht, nicht wahr? Und schließlich brauchen wir, glaube ich, zwei oder drei Räume, bis er wieder aufgeladen ist. Also wie gesagt, eher nicht so toll. Aber zumindest können wir jetzt auch die Kiste aufsprengen, nicht wahr? Also will ich nicht so viel meckern. Na komm schon. Na komm schon. Und ich glaube sogar, wenn mich alles durch Samsung startet, sowieso so oder so mit einem Shot-Speed ab. Denn die Tropfen fliegen mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit gerade. So, die springe ich definitiv auf. Mal sehen, was du uns gibst. Ein paar Münzen, so können wir auch in den Shop gehen, falls wir noch einen Schlüssel finden sollten. Mom's Lipstick. Es wird immer besser. Range up. Auch so ein Item, was ich lieber bei einem Boss sehen möchte. Und nicht in einem Itemraum. Ganz ehrlich. Naja, was soll's. Wir haben zwei Seelenherzen. Mit unserer Gesundheit sieht es momentan eigentlich ganz okay aus. Hoffentlich finden wir noch einen Schlüssel, um in den Shop gehen zu können. So, und... Oh, und da ist sogar ein Nickel. Und jetzt möchte ich definitiv in den Shop gehen. Ah.
Wenn wir Glück haben, findet sich natürlich unterhalb des Shops eine. Oh. Wisst ihr was? Ich glaube, ich sprenge lieber das hier auf. Denn die Chance besteht natürlich noch, dass wir, dass Mr. Boom aufgeladen wird. Und ich glaube sowieso, wir sind schließlich im Curse of Labyrinth und haben so viele Möglichkeiten, noch unsere Bombe aufzuladen. Von daher. Ja. Unter uns befindet sich ein blauer Stein, den ich sogar noch etwas lieber aufsprengen möchte als einen möglichen Geheimraum. Beziehungsweise jetzt benutze ich die Bombe dafür. Oh, ein Schlüssel. Okay. Ich nehme alles zurück. Jetzt gucken wir uns, was im Shop drin ist. Und es ist überhaupt nichts lohnenswert, hier irgendwas zu kaufen. Wir könnten zwar die. Na komm, wir kaufen uns die Bombe für 3 Cent. Das wäre es dann aber auch schon. Gut, wir gehen erstmal nach. Nee, wir gucken uns erstmal den Endboss an. Beziehungsweise wir schießen erstmal das Teufel hier ab. Nichts drin, okay. Gucken wir uns den Endboss an. Monstro, wieder eine normale Variante. Ach, ist das peinlich. Seht ihr? Räume sind natürlich sehr, könnten natürlich auch sehr kritisch sein. Haha. Eben wenn man so ein Glück hat wie ich. Das ist mir aber, glaube ich, auch noch nie vorgekommen. In dem Sündenraum mit einem halben Herz eine Bad Trip Pille bekommen. Wäre natürlich schön, wenn die andere Pille eine Telepilz wäre oder eine Ouch oder eine Health Up oder eine Full Health Pille. Darauf habe ich so ein bisschen gehofft. Aber leider, oh mein Gott. Und ich lasse euch hier ziemlich doof treffen. Das wäre natürlich super cool. Aber leider bleibt uns das verwehrt. So. Jetzt sind wir quasi wieder auf Samsons Basic Health zurückgestuft worden. Egal. Hoffentlich kriegen wir jetzt mal ein HP ab, ein ordentliches HP ab, ohne den Shot Speed Up. Dankeschön. Meat hatten wir ja eben schon mal gehabt, aber dennoch immer wieder gut. Tiers plus HP ab. Lass erstmal den zweiten Boss da stehen, denn ich möchte mal gucken mit Mr. Boom, ob hier vielleicht ein Geheimraum ist. Leider nicht, okay. Dann ist diese Möglichkeit schon mal weg. Zweiter Endboss. Famine, die Hungersnot. Bedeutet eben, ja, ein Cube of Meat ist uns sicher. Ist okay. So. Dann möchte ich jetzt auf jeden Fall auf Vorsicht spielen, denn ich will nicht noch wieder einen Replay machen, obwohl ich denke mal, falls wir jetzt sterben sollten, dann werde ich diesen Part auch beenden, denn beim dritten Versuch müsste es doch eigentlich klappen, oder? Und wenn nicht, ja, dann versuche ich wieder Kräfte zu sammeln und versuche das dann im nächsten Part, aber von einem möglichen Verlust möchte ich jetzt nicht reden. Wir haben zwar jetzt noch nicht die besten Items gefunden, aber zumindest ein AP-Up in Form von Meat, ein Tears-Up. Leider kein Pakt im Teufel. Cube of Meat beschützt uns. Sehr schön. Gehen wir also erstmal weiter. Wir erinnern uns Basement. Und sowieso, ich bin ja so der Typ, der alle Flure komplett sich anschaut. Bis auf natürlich Otero oder Womp und Shear. The Sun deckt die komplette Karte auf und macht ziemlich viel Schaden innerhalb eines Baumes. Und da war ein Bettler. Sehr, sehr schön. An dem spielen wir auch gleich. Ich will aber zuerst mal weiter gucken. Okay, hier werde ich definitiv die Bombe einsetzen, um einen hoffentlich möglichen Schlüssel da zu bekommen. So oder so bekommen wir einen Schlüssel daraus. Ich hätte natürlich die Bombe da oben platzieren können. Egal. Die Zahnkarte behalten wir definitiv noch bei uns bei. Für die unteren Ebenen. Hier oben, ja. Das Einzige, wofür die Zahnkarte jetzt nützlich wäre, ist, den Geheimraum zu finden, aber. Sind wir mal ehrlich, das brauchen wir gerade nicht. Two of Clubs erhöht unsere Bomben, glaube ich. Ja, verdoppelt unsere Bomben. Genau, Two of Spades war das mit den Schlüsseln. So, komm schon. Gib uns irgendwas. Und wenn es möglich wäre, bleib. Oh, Rainbow Baby. Sehr schön. Rainbow Baby ist ein Begleiter, der, glaube ich, in jedem Raum, beziehungsweise innerhalb eines Raums jedes Mal eine andere Tränenfähigkeit hat. Hier ist zum Beispiel Telepathiepillen, das ist zum Beispiel Brother Bobby, hier Spektraltränen, das war glaube ich Little Gish gerade. Super, schönes Item. Zumindest hat dieser Part hier etwas Vorteilhaftes. Schließlich haben wir jetzt, wo gehe ich eigentlich hin? Schließlich haben wir jetzt ein Item gefunden, was wir noch nicht hatten. Und das können wir jetzt wiederum unserer Kollektion gut schreiben. Alles klar. Gehen wir also weiter nach unten. Thank you.
Schon wieder die Katakomben und schon wieder Curse of the Labyrinth. Oh. Wisst ihr was? Ich aktiviere, glaube ich. Nee, ich bleib noch bei der Sun-Karte. Oh. Lieber mal hier von der Seite angreifen. Die schießen nur diagonal, die Kumpels hier. Nee, die Sun-Karte will ich noch nicht verwenden. Lieber in den unteren Ebenen. So hartnäckig bin ich jetzt. So, komm mal her. Okay, jetzt machen wir zumindest durch das Blattlass ein bisschen mehr Schaden. Ich schieße mir schon rote Perlen mittlerweile. Tränen natürlich. So, okay. Hoffentlich finden wir so schnell wie möglich mal einen Itemraum. Okay, wenn ich mich richtig bewege, dann können wir die Jungs hier kaputt machen, ohne dass ich sie raustrigger. Das wäre mir jetzt lieber. So. Na komm schon. Ach, das Shot Speed Up macht mir echt ein bisschen zu schaffen. Okay. Da können wir einfach von oben angreifen. So. Was haben wir hier? Okay. Wir können mir natürlich einen möglichen Geheimraum aufsprengen, aber wir erinnern uns, beim letzten Lauf hab ich es vergeigt. Deswegen dieses Mal alles sofort umbringen. Was haben wir hier? 3 Perlen. Und da ist ein Boss-Challenge-Raum. Okay. Ist vermerkt, aber da können wir leider momentan nicht rangehen. Und gut, eine Pille wissen wir jetzt schon, das ist eine Telepilz. Na. So. Den Schlüssel erstmal für den Shop aufbewahren. Definitiv. Hier wäre ich beinahe dazu geneigt, die Mr. Boom zu verwenden. Aber momentan sieht ganz gut aus, denn schließlich haben wir sie so gelenkt, dass wir uns nicht einkesseln können. So und so. Okay. Ganzes Herz. Interessant. Okay. Oh, was mache ich denn? Ich war gerade ein bisschen perplex von diesen Gegnern hier. So, am besten mal so angreifen. Mal her, Jungs. Okay. Klar, für solche Gegnerhorden ist natürlich Blattlast super, ne? Aber dennoch ist eigentlich nicht gerade so ein tolles Item, wofür ich, wisst ihr was, hier aktiviere ich die Sun-Karte. Wofür ich unbedingt, ein Pakt mit dem Teufel eingehen möchte, denn schließlich gibt es manchmal Pakte mit dem Teufel, womit man für ein Herz oder zwei Herze Blattlast bekommen kann. Und das würde ich, denke ich mal, niemals machen. Ein weiterer Schlüssel, okay. Ich überlege gerade, wir gehen... Ach, wir sind schon mal hier, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon mal in die Nähe des Endbosses. Das bedeutet eben 2 Endbosse und wir bekommen dann auch 2 Items sofort. Sehr schön. Bevor wir uns dann letztendlich auf den weiten Weg da hinten zum Geheimraum machen, zum Itemraum. Und leider deckt die Sun-Karte nicht den anderen, den zweiten Geheimraum auf. Finde ich ein bisschen schade. Hier ist ein Arcade-Room, das ist schon mal sehr schön. Da könnten wir um das Bloodbag spielen oder halt auch versuchen, in den Challenge-Raum zu kommen. Und ich glaube, das machen wir auch mal direkt, denn schließlich befindet sich da auf unserem Weg ein 2 Herzen, die wir zur Not dann wieder einsammeln können. So, ein paar Münzen, was haben wir hier? Und da haben wir auch wieder ein halbes Herz. So, wir gehen raus. Und wir gehen wieder rein, damit die Biene verschwindet. Okay, dann würde ich sagen, spielen wir bis auf ein Herz runter. In der Hoffnung, oh, ein Nickel bekommen wir sogar daraus. Gut. Das reicht. Dann gehen wir jetzt zurück und gucken uns an, was in dem Boss-Challenge-Raum ist. Ich hoffe mal auf ein HP-Up. Ja, andere Items... Ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst daraus holen könnten. Also HP-Up wäre definitiv jetzt mal angebracht. So, das Herz nicht berühren. Das berühren wir erst später. Und da oben war, glaube ich, auch ein ganzes Herz. Ne, ein halbes Herz. Okay, egal. So, ich bin gespannt, was drin ist. Wie gesagt, HP-Up. 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 Das wäre super. Ja, HP-Up. Sehr schön. Okay. Und ja gut, das sieht so aus, als würden wir hier in Anführungszeichen nur gegen Monster und gegen Larry Jr. antreten. Und die beiden sind ja eigentlich nicht allzu schwierig. So. Und ich lasse, glaube ich, auch erstmal gleich... Ne, ich sammle das Herz auf, aber wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir nicht so allzu viel Schaden machen. Dann könnten wir noch weiterhin in der Blutbank spielen, in der Hoffnung, einfach das Bloodbag zu bekommen. So. Oder die IV-Bag, denn... Wenn wir die IV-Bag, habe ich schon mal gesagt, wenn wir die aufsammeln sollten, können wir sie nicht nochmal bekommen, was eben bedeutet, in den unteren Blutbänken, in den unteren Fluren, ist uns dann ein Bloodbag garantiert, sollten wir an einer Blutbank Erfolg haben.
So, du bist platt. Also ich muss sagen, Rainbow Baby macht eigentlich einen guten Job. Ist es quasi wie ein Begleiter, der den 3-Dollar-Bill hat, ne? 3-Dollar-Bill macht ja auch Random Tears, wie man so schön sagt. So. Gut, wenn wir jetzt schon mal hier sind, würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Itemraum und blicken auch mal gleich in den Geheimraum da unten. Oh, das war knapp, aber wir haben Gott sei Dank überstanden, ohne Schaden zu nehmen. Noch, möchte ich sagen, noch. So, und du bist platt, okay. Mr. Boom, für den Itemraum, Geheimraum. Nur ein Spielautomat, den ignorieren wir einfach mal. Wir könnten ihn natürlich in die Luft jagen. Hier ist auch eine Blutbank, interessant. Aber dafür möchte ich jetzt keine weitere Bombe verschwenden. Da ist ein ganzes Herz, sehr schön. Spinnen, ekelhafte Spinnen. Komm schon her. So, okay, zumindest ist es noch Platz. Das ist jetzt so aufgeladen, dass wir schon rote Tränen schießen. Komm mal her. Okay. Mr. Boom benutze ich definitiv hierfür, obwohl ich lege ihn mal hier hin. Vielleicht ist da ja der andere Geheimraum. Obwohl ich, ja, daran hoffe ich eher nicht. Wieder ein Nickel, wow. 51 Münzen. Jetzt wäre natürlich die Geldbrille von Vorteil. So. Okay. Schon wieder so ein Raum, wo wir quasi einfach nur die TNT-Fässer einfach mit Geschick abschießen müssen. Okay, was haben wir denn hier drin? Mr. Mega. Ist okay, Blast Damage. Und jetzt sehen wir aus wie Rev, den Zorn. Naja. Ja, ist okay, aber momentan wirklich nicht das Gelbe vom Ei, oder? Die Items, die wir bisher gefunden haben. Das ist auch nicht kein allzu schwieriger Raum. Zumindest wenn Pistola nur in zweifacher Format gerade da aufkommt. Da ist ein Schlüssel. Da will ich definitiv eine. Ja, warum nicht? Mr. Boom, für Aufwand. So, dann gehen wir hier nach links und gehen zurück für den Shop. Ne, okay. Ich dachte, ich hätte gedacht, da oben links oder unten rechts, wo die Steine den Ort versperren, dass er irgendwas spawnt, dann hätten wir natürlich diesen Napter benutzen können, damit er uns das aufspringt, aber war ja Gott sei Dank nicht der Fall so. Wir haben so viel Geld, dann nehme ich den Steam Cell mit und hole die Bombe mit. So, dann würde ich sagen, nee, wir spielen noch nicht an der Blutbank. Wir kämpfen, wir kümmern uns erstmal um den gesamten Flur hier und dann am Ende spielen wir um die Blutbank und sammeln dann die restlichen Herzen auf. So, gucken wir uns erstmal an, was hier rechts ist. Schon wieder Fistula. Das dürfte eigentlich auch ziemlich schnell vonstatten gehen, zumal, wenn wir über diese Schlucht da abschießen, dann spawnt er nicht diese ekelhaften kleinen Chaps. So. Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht vermeiden. Egal. Hier müsste es auch ziemlich schnell Platz sein. Wir müssen nicht immer eigentlich den Raum verlassen, denn die Fliegen halten zwar viel aus, aber momentan. Autsch. Dadurch, dass wir viel Schaden machen, passt das eigentlich. So. Was haben wir hier drin? Oh. Auch, glaube ich, ein Item, was wir noch nicht haben, oder? Das müsste My Reflection sein. Ja, My Reflection. Das hat eben diesen Vorteil, wenn wir, man schaut sich das an, wenn wir schießen, fliegen unsere Tränen wieder zurück. Ja, super. Ebenfalls wieder ein Item, was wir, glaube ich, auch noch nicht hatten, gell? Was wir jetzt unserer Kollektion gut schreiben konnten. So. Hat eben den Vorteil, falls wir mal einen Gegner nicht treffen, dann fliegt eben diese Träne wieder auf uns zurück und könnte möglicherweise ja wieder einen Gegner treffen. Man hat es gerade da gesehen. Autsch. Zwei Bomben, sehr schön. Okay. Das dürfte auch relativ schnell vonstatten gehen. Puh, das war sehr knapp. Ich hasse diese Gegner, die sind wirklich sehr. Ja. Man kann das nicht vorhersehen, in welche Richtung sie gerade gehen. Obwohl die sich da gerade irgendwie in die Wand geklitscht haben. Unsere Schlüsselposition gefällt momentan ziemlich gut. Wir haben drei Schlüssel. Oh, und der lässt sogar eine Kiste fallen, der Champion. Komm mal her. So. Kiste, du hast die Telepills. Okay, die werden wir, denke ich, mal am Ende einsetzen. Justice sehr gerne.
gibt uns ein ganzes Herz, das ich auch sofort einsammle. Egal, letzter Blutbank oder nicht, denn unsere Gesundheit sah gerade nicht allzu gut aus. Gut, ja, wie gesagt, Telepilz aktiviere ich am Schluss, denn schließlich können wir, haben wir da die Chance, in den IMR-Raum zu kommen. Und da sich hier Gott sei Dank kein Sündenraum befindet, haben wir auch keine, laufen wir auch nicht die Gefahr, in einen Sündenraum teleportiert zu werden. Okay, noch ein Raum und dann können wir uns den Endboss entgegenstellen. Schon wieder ihr. Okay, zumindest haben wir schon mal zwei Blatt gemacht. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Schaden, deswegen dürftet ihr gleich Geschichte sein. So, okay, sah ganz gut aus. Alles klar, jetzt schon wieder eine Tarotkarte. Chariot nehmen wir mit und lassen die Pille erstmal liegen. Endboss Time. Pestilence, ja, warum nicht? Unser zweiter Cube of Meat quasi. Komm mal her. Oh. Und wisst ihr was, ich glaube, ich aktiviere mal lieber die Bombe. So, sehr schön. Das hat ziemlich nicht viel gebracht, denn Pestilence ist ein ziemlich gefährlicher Gegner, wie ich selber finde. Und wir machen Gott sei Dank dank des Blattlers jetzt ordentlich Schaden. Das war knapp. Komm mal her, sehr schön. Cube of Meat, wie gesagt, ist uns sicher. Und haben schon mal den Meatball-Kopf. Zweiter Endboss. Samson vs. Hollow in der Champion-Variante. Zumindest sind hier keine Steine im Weg, wodurch wir nicht Gefahr laufen, irgendwie eingegessen zu werden, beziehungsweise wo ich in eine kleine Sackgasse laufe. Und ich überlege gerade, wir haben die Chariot-Karte. Die werde ich definitiv hier nicht anwenden, sondern an der Blutbank, denn, ja, wir erinnern uns beim... Mit wem war das? War das mit Eve, wo wir so viel Glück mit der Chariot-Karte hatten? Ich glaube ja, oder? Das war mit Eve gewesen. Und das könnte auch ein sehr gefährlicher Raum werden jetzt. Ja, mit der Chariot-Karte können wir quasi die Blutbank bis ans äußerste Limit verreizen. Ein Gottesraum, wunderschön. Mal sehen, was wir da drin finden. Guardian Angel, warum nicht? Fave up. Und, ja, unser Meatball-Kopf bewegt sich jetzt in der gleichen Geschwindigkeit wie Guardian Angel. Sehr schön. Gut, dann benutzen wir definitiv die Chariot-Karte jetzt an der Blutbank in der Hoffnung, das Bloodbag zu bekommen. Und los geht's. Hoffentlich. Na, komm schon. Ah, okay, das hat leider nicht ausgereicht. Okay, wir überlegen uns. Wir haben hier ein halbes Herz. Das sammle ich auch direkt mal ein. Da rechts ist, glaube ich, auch ein halbes Herz. Oder ein ganzes sogar. Hier ist ein ganzes Herz. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal bis eineinhalb Herzen runter. Wenn die Blutbank so viel lange aushält. Und wir spielen nochmal an euch. Vielleicht haben wir noch eine Chance, weitere Herzen wie da zu bekommen. Ach, schade leider nicht. Zumindest im Moment noch nicht. So. Na komm schon, Bloodbag bitte. Oh, Skethole, warum nicht? Gerne. So, und zocken noch ein bisschen an dir, um ein Herz zu bekommen. Komm, noch auf ein Herz mache ich mich. Ach, schade. Die andere Blutbank werde ich definitiv in die Luft jagen, einfach in der Hoffnung, ein paar Herzen zu bekommen. Pretty Fly. Wahnsinn. Jetzt sind wir auf jeden Fall sehr gut gewappnet, denn wir haben jetzt drei Begleiter, die uns um uns herfliegen und die uns beschützen mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Mehr Begleiter geht auch tatsächlich nicht. Also wir können keine vier Begleiter um uns herum haben, die uns beschützen. Auf jeden Fall super. So, hier ist das Herz. Und wisst ihr was, ich gehe auch zusätzlich nochmal in den Geheimraum, um die Arcade-Maschine in die Luft zu jagen. Kann ja sein, dass wir dadurch noch einen Schlüssel oder sonst irgendwas bekommen. So, hoffentlich. Ein paar Münzen, ist auch okay. Obwohl natürlich, wenn man sich überlegt, eine Bombe für zwei Münzen, oder waren es drei? Nee, ich glaube zwei, nicht wahr? Das ist gerade so schön gewesen. Ach Mist, da kommen wir nicht ran, egal. Gut. Dann jagen wir dich noch in die Luft. Da ist ein ganzes und ein Seelenherz. Sehr schön. Dann können wir jetzt definitiv noch zweimal an der Blutbank spielen, denn wir erinnern uns in dem... Beziehungsweise im Shop ist ja auch noch ein Herz. Okay, dann können wir definitiv nochmal dreimal an der Blutbank spielen, denn im Bossraum hat sich ja auch noch ein ganzes Herz befunden. So viel Zeit muss noch sein, denn schließlich das Bloodbag ist ein sehr, sehr schönes HP-Upgrade.
und würde natürlich unsere kompletten Herzen dann auch wieder auffüllen, je nachdem, wie weit runter wir gehen müssen. Okay. Hoffen wir einfach mal. Und wisst ihr was? Ich spiele auch zusätzlich hier nochmal ein bisschen, in der Hoffnung, hier auch noch zusätzliche Herzen abstauben zu können. Oder den Dollar. Dankeschön. Auch super. Okay. Eins. Und das letzte Mal. Okay, leider kein Glück. Wir können natürlich noch weiterspielen, aber wisst ihr was? Ich möchte das Risiko ungern eingehen und ohne volles Health runterzugehen. Eben drum, weil wir eben mit Samsung spielen. So. Okay. Kaufen wir uns im Shop das Herz für 2 Cent. Für 2 Cent. Holen uns das Herz im Endboss-Raum. Und dann teleportieren wir uns mit der Telepilz in der Hoffnung natürlich, dass wir irgendwie in den Error-Raum kommen, um ein zusätzliches Item abstauben zu können. Oder eben irgendwas anderes. Zur Erklärung nochmal, Skatol habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber hier auch nochmal. Skatol ermöglicht es uns, ja, dass das Fliegen, feindliche Fliegen, freundlich gesinnt sind, dass sie uns eben nicht angreifen. Was definitiv noch von Vorteil sein kann, je nachdem in welche Räume wir kommen. Okay, Telepilz. Na gut. Jetzt müssen wir einen ziemlich weiten Weg zurücklegen, aber wisst ihr was? Besser die Telepilz aktiviert, als sie nicht zu aktivieren und eine mögliche Chance in den Error-Raum zu kommen, einfach links liegen zu lassen. Gut, okay. Es war ein sehr holpriger Start, aber mittlerweile sieht es eigentlich ganz gut aus mit unseren Items, die wir gefunden haben. Und ja, wir haben jetzt My Reflection bekommen, dann haben wir Rainbow Baby bekommen, eben schöne Items, die wir noch nicht in der Kollektion hatten, aber jetzt ebenfalls schon. Gut, gehen wir weiter nach unten. Necropolis 1, diesmal kein Curse of the Labyrinth, alles klar. Und schon wieder eher. Ne, ist mir lieber als jetzt diese blutigen Springer oder eben, na sag schon, die Maske mit den Herzen. Gut, und es ist ein Challenge-Raum, ein Seelenherz, dankeschön. Möchte ich das aufsprengen? Ich glaube ja, wir haben schließlich 4 Schlüssel. So, und wir können dank Mr. Mega an alles hier rankommen. Was hast du denn zu bieten? Pushpin, ja, ist okay. Dieses Mal nehmen wir es mit. Skeleton Key, ja! 99 Cent und 99 Schlüssel, Wahnsinn! Also momentan haben wir wirklich Glück. Und ich glaube, ich hatte selten von allen 99. Also was heißt von allen? Von Cents und von Schlüsseln. Und jetzt haben wir natürlich auch noch 15 Bomben. Ist auf jeden Fall eine gute Bilanz. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt eine Pille erwischen sollten wie Bombs Aki oder so. Das wäre jetzt nicht so angebracht. So. Das sollte auch möglich sein, ohne hier Schaden davon zu tragen. Und es ist möglich. Sehr schön. Den Dollar und noch zusätzlich Skeleton in einem Lauf zu bekommen, ist definitiv super. Jetzt will ich auf jeden Fall sofort den Shop aufsuchen. Oder den Itemraum direkt finden. Und wisst ihr was? Ich aktiviere mal hier Mr. Mega. Ob es das jetzt wert war, weiß ich nicht genau. Aber egal. Wir verlieren dadurch keine Bombe und Mr. Mega lädt sich ja relativ schnell auf. Jetzt möchte ich aber gerne auch mal die Räume zählen, wie lange sich Mr. Mega auflädt. So, das wäre Raum Nummer 1. 3 Punkte bekommen wir. Also das bedeutet eben, es braucht 2 Räume, wo man sich auflädt. Odd Mushroom. Ein sehr schönes Damage-Up, aber auch ein Speed-Down, soviel ich weiß. Ja, also es ist ein spielbares Speed-Down, aber nehme ich gerne mit. Und wieso habe ich das eine Herz da oben nicht eingesammelt? Und ein Health-Up ist es tatsächlich auch. Wahnsinn. Deswegen habe ich das Herz vergessen, weil ich vergessen habe, dass es zusätzlich noch ein Health-Up ist. Sehr schön. Gut, dann gehen wir weiter nach rechts. Und ja, also Skatol hindert zwar die Mücken daran, uns anzugreifen, wie man zum Beispiel hier sieht. Seht ihr, diese Mücke ist jetzt zum Beispiel grau und kann uns nichts anhaben. Aber ich glaube, Spinnen tut sie nicht beeinflussen. Ein halbes Herz, okay. Genau diesen Raum meine ich.
Aber das dürfte nicht allzu schwierig sein. Wenn ich mich hier bewege, dann dürftet ihr mich eigentlich nicht anchargen können. So, und jetzt nur noch du. Komm schon. Oh, das war knapp, aber ja, ist ganz gut gelaufen. Ich gehe weiter nach rechts. Ah, genau, ihr greift mich, glaube ich, auch nicht an, aber ihr wollt zu mir fliegen, ne? Und wenn ihr mich berührt, dann nehme ich Schaden. Das wusste ich allerdings auch nicht, dass tatsächlich sogar diese jungen dass diese fliegen da und sich angreifen. Das ist natürlich wahnsinnig gut. Oh nein. Komm schon. Yeah. Das ist eigentlich ein guter Raum, um sich vor diesen Masken zu verstecken. Allerdings auch ein, ja, schlechter Raum und irgendwie Schaden auszuteilen. Verdammt. Da geht unser Sehenherz flöten. Komm schon her. Der Trollbomb schon wieder. Ja, mach uns ruhig mal ein bisschen den Weg frei. Hättest du uns früher frei machen können. Ach, irgendwie hatte ich vermutet, dass da Creed drin ist. Egal, was soll's. Der dürfte eigentlich ziemlich schnell tot sein. So. Hat man es gerade gesehen, dadurch, dass wir drei um uns her fliegende Begleiter haben, ist die Gefahr relativ gering, dass wir Schaden nehmen. Und wisst ihr was? Direkt mal hier eine Bombe platzieren. Hatte ich einen guten Plan. Und leider haben wir keine Maske mit in den Tod gerissen. Kein Herz. Obwohl ich jetzt hier einfach mal eine Bombe platziere. Yes, sir. Drei Herzen in den Tod gerissen. So. Ja, eigentlich könnte, glaube ich, nicht Creed in den unteren Shops auftauchen. Denn schließlich möchte ich jetzt unsere Schlüsselanzahl und schließlich auch unsere Münzenanzahl ausnutzen. Wenn wir keinen Shop mehr antreffen können, beziehungsweise wenn in den unteren Gebieten Creed drin sein wird, dann bin ich ziemlich verärgert diesbezüglich, ganz ehrlich. Okay. Hoffentlich gibt der Champion uns mal ein Sehenherz oder sowas. Eine Bombe brauche ich eigentlich nicht. Schlüssel und Münzen auch nicht. Oder ein Herz. Okay, nehme ich auch sehr gerne mit. Okay. Ja. Chariot wäre natürlich jetzt auch super. Da könnten wir da drüber laufen, ohne Schaden zu nehmen. Habe ich ja auch schon mal gemacht. Naja, was soll's. Gut, dann denke ich mal, sind wir nur noch einen Raum davon entfernt, zum Endboss zu kommen. Doch nicht. Necropolis 1 ist doch größer, als wie ich es eigentlich gedacht hatte. Oh, verdammt. Ich habe ganz vergessen, dass sie auch auf den Rücken rausschießt. So, Spinnen. Ja, wie gesagt, die greifen uns leider auch ohne Skatol, so, auch mit Skatol so oder so an. Leider. Aber wie gesagt, Skatol ist leider nur für die Fliegen. Und andere Items, es gibt keine Items für die Spinnen, die ähnlich agieren wie Skatol. Und hier möchte ich am liebsten Mr. Mega irgendwo einsetzen, ungefähr hier. Das hat sich sehr gut gemacht. Oh, gerade den Geheimraum gefunden, sehr schön. Guck mal her. Okay, was hast du denn zu bieten? Drei Münzen. Überhaupt nicht lohnenswert, aber egal. Wir kümmern uns um den Endboss. Oh Mann, der schlimmste Endboss, den wir entgegentreten könnten. Mask of Infamy. Plus, leider haben wir nichts, womit wir irgendwie ihn da durchstechen könnten, nicht wahr? Schade eigentlich. Naja, was soll's. Jetzt nehme ich ungewöhnlich viel Schaden. Ich sollte aufpassen. Okay. Wir erinnern uns, wir hatten ja schon mal mit gegen Mask of Infamy gekämpft. Nur da hatten wir natürlich zum Beispiel Mom's Knife gehabt, nicht wahr? Leider dieses Mal nicht. Egal, es wird doch so gehen. Zumindest wenn er auf diese Art und Weise uns weiterhin angreift. Schade, leider nicht mehr. So. Guck mal her. Zumindest machen wir ordentlich Schaden, dadurch, dass wir auch den Ort Mushroom gefunden haben im Itemraum. Okay, so kannst du bleiben. So kannst du bleiben, Mask. So kannst du bleiben. Okay. Mindestens hat Rainbow Baby Little Gish gerade imitiert und ihn quasi verlangsamt. Was wäre mir denn lieb, was wir hier rausschlagen könnten? Ein paar Herzen, definitiv. Ein HP-Up vielleicht sogar auch. Das wäre auch super. Oh, weia. Jetzt sieht es nicht mal alles so gut aus.
Na klar, Necropolis, super. Die einzige Möglichkeit, gegen Mass of Infamy zu kämpfen. Stem Cells, Health Up plus ein Herz dazu bekommen. Und leider haben wir momentan keine andere Möglichkeit, irgendwo Herzen zu bekommen. Das eine Herz bekommen wir nur mit der Leiter. Egal. Bevor wir allerdings weiter runtergehen, ein kurzer Schnitt. Okay, weiter geht's. Ah, und schon wieder muss es Necropolis sein, nicht wahr? Okay, wir gehen nach links. Ich hoffe jetzt mal, dass wir ein paar Herzen finden können. Okay, das könnte... Das ist machbar. Das ist definitiv machbar. Komm mal her. Okay, jetzt sollten wir uns ein bisschen in Bewegung setzen. Nicht, dass uns die Masken dann doch erfischen. Komm mal her. Oh, genau das meinte ich. Genau das... Autsch, genau das meinte ich. Verdammt. Ich glaube, ich habe auf die eine Maske nicht geachtet und nur auf die andere. Okay, eine Pille. Full Health. Full Health. Speeddown. Na toll. Genau das, was ich gerade überhaupt nicht gebrauchen kann, ganz ehrlich. Oh, das ist... Ah, okay. Okay, ich sehe ja... schlechte Chancen, dass wir das noch schaffen. Naja, was soll's. Ich habe es versucht. Und wir sind dennoch ziemlich schnell. Haben wir schnell versagt. Egal. Naja, man kann nicht immer Glück haben, nicht wahr? Mal wieder ein... Ja, ein versauter Run. Egal, was soll's. Wir gucken mal nochmal in die Sets hinein. Wir haben 51 Tode mittlerweile auf unserem Konto, 24 Barmkills und 170 Items. Sehr schön. Wir haben, ja, durch diese, ja, drei Läufe haben wir jetzt gemacht, nicht wahr? Und leider dreimal gestorben. Haben wir wieder ein paar Items dazu bekommen. Mal sehen, ob ich die vielleicht auf Anhieb finde. Was war das? Das war mein Little Ludicorn. Gott, das haben wir ja schon länger gehabt. Skethold, ein sehr schönes Item, wie sich jetzt nochmal herausgestellt hat. Da unten, Money Power. Gut, das war im letzten Part gewesen. Aber es müsste, glaube ich... Da, My Reflection, genau. Das wäre zum Beispiel neu gewesen. Und Inner Eye, das hatte ich das letzte Mal noch nicht gezeigt. Ist ja auch ebenfalls neu gewesen. Okay. Schade, hat nicht ganz geklappt, aber naja, man kann nicht immer Glück haben, nicht wahr? Alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich hier Schluss. Und im nächsten Part versuchen wir dann wirklich nochmal ein letztes Mal Satellit zu treten. Bis dahin. Ciao.